So, und damit sind wir auch quasi wieder direkt zurück bei Final Fantasy VII. So, ich habe mal mir das Kristallschwert angeguckt. Ihr seht, das zieht uns ganz schön runter, ne? Die TP zieht das ordentlich runter. Wir haben nur zwei Materia. Gut, physische Attacke ist plus, magische Attacke ist plus. Ist zwar ganz nett, aber also das beste Schwert ist irgendwie immer noch die Prachtklinge, weil da machen wir nochmal plus 35 physische Attacke. Das ist natürlich schon krass, hat 87. Das hat, glaube ich, das hat die stärkste Kraft von allen Schwertern. Ich glaube, ich werde mal wieder darauf wechseln. Auch wenn wir dann nachher, naja, dann haben wir halt weniger Materie dabei. Das ist natürlich das Problem. Ich weiß nicht, ob wir die noch in irgendeiner Art und Weise. Ich gucke mal auf die Modifikation. Offensiv, defensiv. Ich geh mal automatisch offensiv. Das würde tatsächlich eher hier reingehen. Ah, nee, Moment, automatisch offensiv. Warte mal, ich will mal eine Sache gerade gucken. Zerstörung, FP-Boost. TP-Boost, Zerstörung, ATB-Boost. Analyse, Blutfrost, Materialismus. Automatisch offensiv. Hä, das verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Moment. Panzerschwert. Lege deine Waffenfertigkeit manuell fest. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier rein und sagen mal offensiv. Weil wir müssen ja offensiv reingehen können. Bin fast am Überlegen, ob wir da mal reingehen, ob wir das Schwert jetzt einmal umswitchen, weil hier haben wir vier Materia und oben haben wir fünf Materia, eine mehr. Also eine weniger dann jetzt in dem Fall. Dann switche ich nämlich da einmal drauf, weil die macht einfach mehr physischen Schaden. Physischen Schaden. So, Luft haben wir hier, wir haben TP-Boost haben wir da. Zerstörung, da haben wir Barriere. Barriere würde ich mal rausnehmen. Analyse, Glutfrost, Materialismus. Frost, Luft, Heilen. Das ist schon Maximum. So, da können wir mal kurz reinkommen. Ja, Moment. Physische Attacke plus 20. Erhöht die Aufladung der ATB-Leiste beim Angreifen und Blocken um 10. Doppelt sogar, okay. Zerstörung. Ich würde mal Barriere rausnehmen. Was ist Versiegelung? Ach so, Schlaf anwendbar. Okay. Zerstörung. Gestärkte Attacke. Materialismus. Widerstand. Okay, auch nicht verkehrt. Kann mit Materia verbunden werden. Ach so, das ist wieder so eine Verbindegeschichte. Zerstörung haben wir schon. Barriere. Gestärkte Attacke. Ermöglicht den Einsatz von Magie, die die physische und magische Attacke stärkt. Macht bei einer Verbindung mit der Materie Widerstand außerdem resistent gegen eine Schwächung der eigenen physischen magischen Attacke. Stärkte Abwehr. Was haben wir da noch? Widerstand reduziert. Achso, warte mal, Analyse hatten wir aber, ne? Ja, das war wichtig. Barriere. Barriere, Versiegelung, Schwerkraft, Gravitas. Aha, Toxin. Glut. Glut hatten wir aber. Ich switche mich dann wieder auf das Schwert, weil das macht eigentlich am meisten physischen Schaden. So, ich mache an dieser Stelle mal einen ganz kleinen Break. Sekunde, bin sofort wieder da. So, ich habe nämlich dann nochmal einmal ganz kurz gespeichert. Ach Mensch, oh, da waren wir so kurz davor, tiefer zu küssen. Meine Fresse, ey. Uns bleibt, es ist uns einfach nicht vergönnt. Du sagst also, dass es im Lebensstrom einen Kampf gab. Schwarze Mäuren gegen den Planeten? Und dass diese Mäuren auf Sephiroths Seite sind? So sah es für mich jedenfalls aus. Konntest du denn erkennen, wer die Oberhand hat? Der Lebensstrom, der Planet. Natürlich hat er das. Ich habe es doch gewusst. Der Planet kämpft mit aller Kraft.
Mit Leib und Seele ringt er auch jetzt um sein Leben. Da, ich kann seinen Kampfschrei förmlich hören. Lausch doch mal. Er setzt sich zur Wehr. Und zwar gegen aufdringliche Typen wie diese Silberlocke. Wir sind die Einzigen, die ihm helfen können. Der Planet kämpft für uns und wir für ihn. Alle zusammen, oder? Genau, ja. Also, das klingt ja alles ziemlich wichtig. Es gibt da einen Ort, an dem ihr Antworten finden könnt. Du meinst Cosmo Canyon. Die Wiege der Planetenkunde. Ich glaube, wir sind nicht weit weg. Gibt's da denn auch Materie? Dann bin ich nämlich dabei. Los, gehen wir! Seit jeher sammelt man an diesem Ort das Wissen über den Planeten. Natürlich gibt es dort auch... Okay, dann mal los! Hey, du siehst glücklich aus. Ist meine Heimat. Na, dann scheinen wir uns ja alle einig zu sein. Der Weg dorthin ist gefährlich, aber ich habe einen Tipp. In der Nähe vom Dorf ist eine alte Landebahn. Von dort operiert ein Freiflieger. Folgt einfach dem Pfad hinter dem Südtor, dann findet ihr sie. Und ich... Huch! Das hier ist Fango. Der Kleine hat sich richtig an euch gewöhnt. Er wird euch sicher dorthin führen. Sehr schön. Fango! Vielen Dank, Sisney, für alles. Passt auf euch auf, okay? Wenn ihr noch was braucht, findet ihr es bestimmt im Dorf. Ja, ein bisschen einkaufen sollten wir vielleicht noch. So, wir sind alle wieder komplett. Sehr schön. Oh, Tifa, wir werden den Moment, irgendwann werden wir diesen Moment haben. Okay. Am besten reitet ihr auf Chocobos bis zur Landebahn. Ja, das werden wir tun. Hey, wir sollten uns mal das schwarze Brett ansehen. Vielleicht gibt es Aufträge. Ich wollte schon... Ja. Immer mal alles Könner sein. Für Spielchen haben wir keine Zeit. Spielchen? Das sind keine Spielchen. Ich will... Gut. Was haben wir da? Work available. Ich suche jemanden, der mir zeigt, wie man richtig kämpft. Denn ich möchte unbedingt stärker werden. Gibt es da draußen jemanden mit viel Kampferfahrung? So. Ja, was haben wir da noch? Der starke Wind neulich hat überall im Stall meine süßen Hühnerchen Löcher hinterlassen. Jetzt sind all... Was? Sind sie in alle Richtungen davon geflattert? Kann mir jemand beim Anfangen helfen? Ja, das machen wir doch. Natürlich, wir machen alles. Wir machen alles. Mal wieder ein paar entspannte Missionen machen. Wir fangen mal hier vorne an, bevor ich das gerade so sehe. Gehen wir mal hier oben hin. Ach, ist doch da unten. Okay. Können wir hier rüber springen, natürlich. Klopf, klopf, hier. Klopf, klopf. Das sollte doch fürs Erste genügen, denke ich. Junger Mann, wartet doch mal kurz, ja? Na klar. Wir haben's eilig. Wisst ihr, aus dem Reaktor ist so schwarzes Zeug rausgekommen und weht jetzt in Böen hier herüber. Der Stall war schon lange nicht mehr im besten Zustand, aber jetzt sind hier überall Löcher. Und meine kostbaren Hühnerchen sind allesamt ausgeflogen. Den Stall konnte ich ausbessern, aber wie fange ich jetzt die Hühnerchen wieder ein? Die flattern hier so lebhaft durch die Gegend. Da kommt ein altes Mütterchen nicht hinterher. So schnell wollen mich meine Beine nicht mehr tragen. Mehr über die Windböen erfahren. Also Tiere, erstmal. Alle Geschwisterchen dieser beiden sind davon gestorben. Meine kleinen Lieblinge Henriette und Hannelore sind brav und artig und deshalb hier bei mir geblieben. Aber Hertha, Hannegret, Hanni und Henrike haben sich schnell wieder Wind aus dem Staub gemacht. Okay. Solche Windböen gab's hier noch nie bisher.
Aber auf einmal taucht dieses schwarze Zeug auf und dazu noch diese merkwürdigen Flugzeuge. In letzter Zeit passiert hier ständig irgendwas. Dabei war der größte Vorzug dieses Dorfes, dass es hier so schön ruhig war. Ja, komm, wir helfen dir natürlich. Wir müssen die Hühner einfach nur einsammeln, ja? Ja, das wäre fein. Das machen wir. Die Hühnerchen lieben diese Dose hier. Okay. Wenn du es schaffst, damit ihr Interesse zu wecken, kannst du sie bestimmt bis zum Stall locken. Hier ist wohl mein guter Geruchssinn gefragt. Okay, leg los. Dann gucken wir noch mal. Drei von den Hühnern wittere ich im Dorf. Allzu weit dürften sie nicht sein. Dann, so, lenke mit der Dose die Aufmerksamkeit der Hühner auf dich und bringe sie zurück zur Kasra. Drücke geradeaus, um die Dose hervorzuholen und L2, um ihr zu ziehen. Wenn die Hühner da näher gekommen sind, bewege dich langsam rückwärts zum Stall und locke die Federviecher zurück. Ist ein Versuch missglückt, verstaue die Dose und wirf sie erneut aus. Ach so, okay. Das ziehen L2, okay. Na, mal gucken. Wer hätte gedacht, dass hoffentlich ist es nicht allzu weit weg. Ihr seid schön. Da ist eins. Verdammt. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Komm, ach so, ach verdammt. Mal. Was, warum zieht er die Dose denn nicht mit? An der Dose ziehen. Okay. Irgendwann werde ich schon kapieren. Wie ärgerlich. Könnte schwierig werden. Naja, schwierig nicht, aber das dauert, glaube ich, ein bisschen. Guck mal, da ist auch noch ein Hühnchen da hinten. Da links, da ist doch noch eins. Zwei. Da sind nur noch zwei. Na gut, okay. Dort vorne. So, wenn ein Huhn das Interesse verloren hat, erscheint das Symbol Fragezeichen über seinem Kopf. Warte ab, bis die Neugier des Huhns erneut erweckt ist. Was dir ein Ausrufezeichen signalisiert. Okay. Ups. Okay, das war's. Das war ein bisschen zu viel. Nochmal von vorn. Na komm. Ups, nein. Och. Komm her, du Dosenvieh.
von vorn. Hing ich hier, irgendwo ist hier vorne so eine Alpha-Wand. Da kommt man irgendwie nicht so wirklich leicht hin. Ja, hier ist die Dose. Komm. Och, das gibt's doch jetzt nicht. Alter, was ist das für eine Mission hier, ey, ehrlich. Das ist ja voll nervtötend. Warte, komm hier. Ja. Guck mal, hier ist sie. Komm. Nein. Nochmal von vorn. Ja. Was für eine nervtötende Mission, ganz ehrlich. Eine kleine Honey. Da wollen wir hoffen, dass es wirklich nur die drei sind. Sonst drehe ich echt durch. Ich komme gleich wieder. Zwei von drei, ja, da steht's auch. Wie anstrengend. Brad und die Hühner haben einen Zahn drauf. Richtige Tiere spielen halt in einer anderen Liga. So, erscheint das Symbol, also das rote Symbol. Im Kopf eines Huhns macht es sich bereit, die Dose zu attackieren. Drücke im richtigen Moment L2, um die Dose zu dir heranzuziehen und den Angriff zu vermeiden. Bist du etwa kein richtiges? Ich bin Ketschi, der große Wahrsager. Habe die Ehre. Ich sollte langsam mal die Batterien austauschen, denke ich. Hey, oh Alter. Besser aufpassen. Ja, besser aufpassen, dann läuft eine halbe Trilliarde Kilometer. Na komm. Ah. Boah. War aber einfacher als mit dem Vieh davor. Henrike, ich hab mir ja solche Sorgen gemacht. Ja, Henrike wieder. Fehlt nur noch die wilde Herde. Oh nein. Wohin mag sie es nur verschlagen haben? Aber bitte nicht mit Dose. Hertha scheint in Richtung Flugplatz entwischt zu sein. Was für ein Zufall. Wir müssen sie finden, bevor es ein Ungeheuer tut. Na gut, dann düsen wir da mal eben hin. Nichts mehr zu hören aus dem Reaktor. Ist das jetzt gut oder schlecht? Seit dem Niedergang der Republik regiert Shinra quasi den Luftraum. Wenn die Arschlöcher könnten, würden sie sicher auch den Vögeln das Fliegen verbieten. Doch die freien Piloten kümmert das nicht. Sie fliegen, wohin sie wollen. Ist auch gut so. Der Himmel gehört niemandem. Schon gar nicht diesem Drecksverein. Freiflieger sind also quasi ein ausgestreckter Mittelfinger. Also so einer würde mir gefallen. Ja, schauen wir uns mal an. Wahrscheinlich nicht in dieser Folge, aber in der nächsten Folge vielleicht. Der Weg zurück ins Dorf ist lang. Also höchste Konzentration. Oh, nicht tatsächlich mit der Dose, ne? Oh, bitte nicht.
Och, bitte nicht. Oh nein. Oh nein, das ist doch nicht wahr jetzt. Meter, ich werd wahnsinnig. Ich muss sagen, das ist wirklich eine nervtötende Mission. Zieh mich zurück. Keiner unter. Und tschüss! Es ist vorbei! Ja. So, Barrett, mal bitte maximale Wut rein. Boah, da kriegen wir auch ganz gut Schaden hier von mir. Flammenblitz. Ziemlich schwach. Aber wir müssen gleich mal ein bisschen heilen hier. Sonst wird das gleich ein bisschen schwierig. Magie, Barrieredurchbruch. Achso, das wollten wir eigentlich gar nicht. Vitra, auf mich bitte. Ich geb nicht auf. Au. So, einmal Analyse bitte. Kann ich schaffen. So, wirksames Eis. Okay, alles klar. Ja, super. Ich leg los. Das beenden. Auf Onkel Barrett ist verlassen. Lass mich mal. Limit, okay, können wir gleich mal ein Limit reindrücken. Einmal hier Eiswolder. Ja, schon. Nochmal Eis. Es wird kalt. Was? Nochmal Eis. Schwören Gegenstände, Magie, Eis, Magie, Vitra auf Laut. Es wird kalt. Jetzt. Und tschüss. Oh. Eisra geht schon nicht mehr. Schon genug. Es wird kalt. Komm schon. Jetzt kann ich dir das Waffen erschaffen. Beschwören? Nee, das machen wir jetzt nicht. Magie, immer auf einen mit Eis reindrücken. Das soll es eigentlich reichen. Da klappern die Z- Boah. Ach, Langkabel, sehr schön. Langkabel nervt wieder. Nicht reinbeißen. Hey, was? Keine Sorge. Die Gute hat genug von den Schrecken hier draußen und möchte zurück ins Dorf. Oh, ein Glück. Verstehst du das Gegacke etwa?
Das meiste schon. Es scheint ihr im Dorf sehr gut zu gefallen. Vermutlich fehlt es ihr dort an nichts. Ein Glück. Zurück. Ich glaube, da wollte uns das Spiel erstmal ein bisschen neppen. Ein Glück. Ein Glück. Boah, ich dachte, jetzt müssen wir tatsächlich 150 Meter hier zurück. Oh, nee. Wo geht's zum Dorfzug hier, ne? So. Sind wir hier richtig? Warte mal, ich glaube, wir sind hier nicht richtig. Links da müssen wir lang. Oh, aber wo hier ist noch rechts noch irgendwas? Und weiter geht's. Warte mal, da oben ist noch eine Mission, ne? Können wir sonst gleich machen, wenn wir eh auf der Ecke sind. Kommen wir da zu dem hin? Ja. Nee, kommen wir nicht. Doch, da. Ah. Ach, hier, damit du willst kämpfen lernen. Okay. Ich hätte da eine Bitte. Ich will stärker werden. Und mit eurer Hilfe wird mir das auch sicher gelingen. Mein Name ist Zotetsu. Ich bin in der Jugendwehr. Unsere Chefin hat mir von euch erzählt. Sie sagte, dass ihr es selbst mit Shinras neuesten Waffensystem aufnehmen könntet. Ach, erzählt man sich das, ja? Nun, ich will ja nicht prahlen, aber genau so ist es. Ihr müsst mir unbedingt das Kämpfen beibringen. Will nämlich so stark wie Zack werden. Was? Zack, sagst du? Warum willst du stärker werden? Zack, sagst du? Er ist schon seit Kindheitstagen ein guter Freund von mir. Nachdem er das Dorf verließ, habe ich allerdings nichts mehr von ihm gehört. Aber er ist ja auch Soldat. Ob Frieden herrscht oder nicht, er wird bestimmt trotzdem viel in der Welt umhergeschickt. Warum wohl? Für die Sicherheit des Dorfes. Bei so vielen Ungeheuern, die hier herumstreuen. Natürlich hätte ich auch nichts dagegen, von meinen Kameraden beneidet und von der Chefin gelobt zu werden, wenn ich ganz ehrlich bin. So, hier steht es aber, wir haben keine Zeit. Auftrag annehmen. Für sowas haben wir keine Zeit. Ja, müssen wir ja. Tut mir leid. Wir sind nur auf der Durchreise. Bitte, ich flehe dich an. Hä? Du meinst mich? Du hast den gleichen Wurfstern wie Sisney. Ich hab ihn sofort erkannt. Du bist die Einzige, die mir weiterhelfen kann. Ach so. Bitte, würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich weiß ja nicht. Aber wenn du so sehr darauf bestehst, gegen einen kleinen Obolus in Form einer Materia ließe sich schon was machen. Mein Training ist allerdings ziemlich streng. Gewiss, ich bitte darum. Also gut, du hast es nicht anders gewollt. Wenn du bereit bist, treffen wir uns dort drüben, Schüler Nummer 1. Jawohl, ich bin allzeit bereit, Meisterin. Was Claudia so denken muss. Hä? Moment mal. Ich bin hier der Komm Chef. Doch mit. Wird bestimmt lustig, Schüler Nummer 2. Schüler Nummer 2, kriegst gleich weiter in Ohren. So, weitergehen. Weitergehen. Zeichnen sich vor allem durch ihre Ausdauer aus. Weshalb wir auch gleich mit der Schinderei anfangen. Ein Ninja muss im Notfall nämlich blitzschnell zu seinen Kameraden zurückkehren können. Kapiert? Jawohl, Meisterin. Training beginnen? Ja. Müssen wir ja. Okay, dann auf die Plätze. Fertig. Los! Bleib immer schön konzentriert, mein Schüler. Wer wagt es? Weise mir den Weg, Meisterin. Aussehen dich. Das sollte reichen. Los. Der ist für dich. Und tschüss. Jetzt.
Feuer hat er gar nicht. Okay. Nice. Das war's. Rufe Schockanfälligkeit hervor. Haben wir nicht. Fehlschlag natürlich. Wir haben alle Zeit der Welt. Kampf wiederholen. Ja, komm, machen wir nochmal einen Kampf. Rufe Schockanfälligkeit hervor. Okay. Wer wagt es? Weise mir den Weg, Meisterin. Du bist ja lachen. Das sollte reichen. Das war's. Ach, warte mal. Ein Spitzzahn. Da müssen wir mal gucken. Was mochten die nicht? Nur kein Über... Feuer mochten die nicht, okay. Fertigkeiten, Magie. Ach, kann ich wieder nicht. Ja gut, das ist gleich kaputt. Das ist das Problem. Äther, Super Äther. Dann los. Wir machen einfach zu viel Schaden gerade. Ja. Schockanfälligkeit. Das ist das Problem. Müssen wir nochmal. Einmal müssen wir noch. Einmal versuche ich es noch. Und die dauert jetzt auch nicht wieder Ewigkeit. Weise mir den Weg, Meisterin. So, warte mal. Wir machen einmal Magie. Feuer auf. Spitzzahn. Feuer frei, jetzt oder nie. Und tschüss! Genug? Fast ziemlich schwach. Bis hier und nicht weiter. Ach, guck mal, Schockanfälligkeit haben wir gemacht, weißt du, aber... Wie sollen wir denn ihnen dabei helfen? Knapp gescheitert. Gibt's doch nicht. Hilfe Jujutsu dabei, dem Gegner dreimal zu treffen. Ah. Nochmal. Ich will dieses Triple. Wer wagt es? Weise mir den Weg, Meisterin. So, wir machen einmal Magie. Feuer auf Spitzzahn. Feuer jetzt oder nie. So. Hau zu, los, hau zu! So, Magie, machen wir noch einmal Feuer rein. Feuer ausgezeichnet! So, ich glaube, jetzt haben wir's. Ein Jüde. Gut, und weiter geht's. Doch, dann gehen wir weiter. Wie heißt so schön? Den Ninja im Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Doch. Brauchen gleich den nächsten Fight. Ach. Ziel und Volltreffer! Rufe zweimal Schockanfälligkeit hervor. Führe einen Schock herbei, Fenre. Okay. So, ich weiß nicht, wäre das nicht bei euch. Ich muss mal echt gucken. Auf Nummer sehen. Nice, okay. Magie, Freis. Oder nie.
Ja, schockanfällig, aber. Ja, okay, für einen Schock herbei. Ich rufe zweimal Schockanfälligkeit hervor. Das haben wir doch aber zweimal, meine ich. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, alle Zeit der Welt. Nein, haben wir nicht. Ich will gar nicht so viel Zeit hier verbrennen. Zielen und Volltreffer! Lehre mich all deine Weisheit. So, Magie. Wir brauchen einmal Eis. Einmal auf den. Es hagelt! Da, reicht natürlich wieder nicht. Erstarre! Ich diese Schockanfälligkeit nicht drin. Genug! Ah, ich glaube, das müssen wir gleich nochmal machen. Eta. Gegenstände. Supertrank. Super Spray. Megatrank. Eine Auffrischung. Wir haben auch keinen Schock herbeigeführt. Wir müssen es sowieso nochmal machen. Wir haben einen Schock leider nicht. Das war's dann. Das müssen wir nochmal machen. Also einen Schock herbei haben wir auf jeden Fall gemacht, aber nicht Schockanfälligkeit. Das ist nicht gut, das müssen wir nochmal machen. Oh, nervig. Wir jetzt gleich noch einmal, Meisterin. Ja. Gott. Das frisst wieder Zeit hier. Kampf erneut versuchen. Ziel und Volltreffer! Bereit für den Kampf! So, warte mal. Wir machen einmal Magie und dann sagen wir mal Eis. Eisra auf den Linie vorne. Aber, ach scheiße, ah nein. Aber wir können vielleicht mal versuchen, Magie nicht, aber Fertigkeiten, irgendwas mit Eis. Eisimpuls. Schockanfälligkeit, guck mal, haben wir das, sehr gut. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Schockanfällig haben wir einen auf jeden Fall. Lass mich in Ruhe. Triffst du von da? Roger, ich übernehme. So, ich muss einmal Fertigkeit, Eisimpuls, den. Frostbeulen gibt's gratis. Auf die 12! Wie schmeckt dir der? Diese Schaden, da also. Fertigkeit, nochmal Eisimpuls. Kalt? Du bist am Zug. Verstanden! Ah, für einen Schocker, aber wir haben auch wieder nicht geschafft. Mann! Mein letzter Punkt ist nicht so schlimm, aber. So knapp gescheitert. Naja, ich weiß. Nochmal. Alle guten Dinge sind 3, 4, 5, 12. Zielen und Volltreffer! Lehre mich all deine Weisheiten. Ja! Einmal Fertigkeiten, einmal auf eisige Verkettung. Phoenix! Einen haben wir schockanfällig. Wir haben sogar beide, okay. Und noch einmal. Fertigkeit, eisige. Eiskalt. Nochmal eisige Verkettung rein. Es hagelt.
Aber die verrecken, das ist das Problem. Die verrecken, bevor ich in den... wieder führe kein Schock herbei. Das gibt's doch nicht. Wir sind einfach zu stark. Das ist das Problem. Wir machen die platt, bevor irgendwas passieren kann. Zeit der Welt. Doch gut, einen Versuch machen wir nochmal. Aber ich glaube, wir können sonst vorher auch nicht weiter, ne? Glaube ich. Ziel und Volltreffer! Lehre mich all deine Weisheit. Ja. So, wir machen einmal Fertigkeit. Also die Verkettung. So, nochmal eisige Verkettung. Nochmal eisige Verkettung. Eis, sehr gut. So. Schock anfällig, oder? Den kriegen wir vielleicht in den Schock rein. Und tschüss! Komm, den Schock anfällig. Komm. Voll. Volle Kraft! Gott, haben wir es endlich hingekriegt. Mutangriff. Gott, ey. Oh. Das läuft doch richtig gut. Ja, nach dem 12. Versuch. Wir stehen noch ganz am Anfang vom Anfang des Anfangs. Ja, toll. Drill Nummer 3. Oh, da könnte es interessanter werden. Ja. Achtung! Führe zwei Schocks dabei, erledige Gegner des Zeitlimits. Verändere das. Okay. Wird nicht lange dauern. Ich muss bei dir nur mal wieder gucken. Bei Großhorn muss ich mal schauen. Kann nicht schaden. Ach Mist. Ja. So, Fertigkeiten. Maximale Wut, Großhorn. Verzieh dich. Jetzt oder nie. Erstarre! Ein Schock haben wir. Der Feind ist geschwächt. So, nochmal. Ach, Mist haben wir wieder, wenn nicht. Aber nicht das Problem, wir nehmen jetzt eisige Verkettung und gehen auf ihn. Eiskalt, ziemlich schwach. Darf jetzt nicht schlafen. Nochmal eisige Verkettung. Ausgezeichnet. Jawohl, zwei. Ja, bringen wir hinter uns. Das ist jawohl, sehr schön. Limit. Limit, Kreuzschlag auf. Das war's dann. Geschieht dir recht. Oh, ich glaube, das war's, ne? Zeitlimit. Den ersten Versuch. Guck mal, geil. Das wäre geschafft. Im ersten Versuch. Will ich nochmal erwähnt wissen. So, und wo kriegen wir eigentlich keine Heilung? Das würde ich auch mal gerne wissen. So, wir machen erstmal Gegenstände. Äther. Einmal auf mich. Allerdings nur 20 Punkte. Ist ja auch ekelhaft. Warte mal, wir könnten doch so synthetisieren, oder nicht? Können wir das nicht auch? Warte mal, Synthese. Da gucken wir doch mal Äther. Da können wir doch sicherlich Äther. Ja, können wir herstellen, aber nicht mehr. Bisschen Äther können wir herstellen, aber nicht so Mega-Äther oder irgend so ein Kram. Mega-Spray können wir herstellen, synthetisieren.
So. Mal gleich mal durchgucken, ob wir noch irgendwas... Ligierter Arm, okay. Ligierter, was ist das? Wem hilft das? Das hilft denn nur unsere Cat Sid hier. Da haben wir nicht genug Material für. Ligierter Armschutz. Den Reif könnten wir theoretisch. Stirnband. Warte mal, hier oben war noch gerade was. Mal hier Megatrank. Ah, sind wir sogar Level 12 jetzt bei Synthese. Sehr gut. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir auch nichts mehr. Hier können wir noch Stirnband machen. Da können wir noch Schal des Grolls. Das können wir sonst noch verkaufen, mal den Quark. Ich suche jetzt gerade immer nur nach den Sachen, die wir nochmal skillen können. Guck mal, Super Ether. Guck mal, das ist genau das, was wir... Das brauchen wir, Super Ether. Das brauchen wir. Dafür brauchen wir Kosmotit. Ich glaube, das kriegen wir sicherlich Cosmo Canyon. Und Gunst des Planeten. Hm, okay. Stückzahl ändern. Dann machen wir gleich mal direkt 3. Ether, Herr Peter. So, okay. So, Magiegegenstände. Megatrank, Superspray, Megaspray. Okay, Megaspray. 1500 TP bei allen Gefährten. Das machen wir doch mal drauf. Das ist doch nice. So, brauchen wir noch Gegenstände. Ether, auf mich. Können wir nicht mehr Gegenstände abrufen? Warte mal. Geht irgendwie nicht, ne? Wiederholt. Ach, wiederholt einsetzen da. So, dann einmal zurück. Dann nehmen wir noch einen Megatrank. Ein Megatrank und noch ein Supertrank. Haben uns genug geheilt, das muss reichen. Hoffentlich sind das jetzt nicht mehr so viele Drills. Aber ich behaupte mal, es sind 5. Geheimer Übungsplatz, oha. Sind wir am Ziel? Schon erschöpft? Alter Jammerlappen. Ich werde mal da drüben nach dem Rechten sehen. Hast so lange Pause. Ohne Ausdauer nützt dir Stärke gar nichts. Das meinte Zack auch immer. Das hier war Zacks geheimer Übungsplatz. Auch wenn an ihm eigentlich nichts geheim war. Jeder im Ort kannte ihn. Ich will so werden wie er. Wer doch gelacht. Schau, das habe ich von Zack gelernt. Weiter, weiter. Schneller. Höher. Immer weiter. Schneller. Höher. Immer weiter. So wird das nichts. Die Winkel der Knie bestimmen die Kontraktion. Du musst die Muskeln im Gesäß und Schenkeln bewusst wahrnehmen. Jawohl. Ich hoffe, Zack geht es gut. Wo auch immer er ist. Ja, muss uns ja auf den Fährten sein. Pause kannst du später machen. Hilfe! Zu Hilfe! Oh. Ungünstig. In Deckung. Ja, moin. Wie haben wir da denn? Bisschen lachen. Okay, jetzt müssen wir nur verhindern. So, ich muss einmal ganz kurz gucken. Ich würde mal sagen Feuer. Warte mal, bei ihm war glaube ich Feuer. Ich gehe mal auf Analyse sonst.
auf Nummer sicher. Doch, Feuer meine ich doch. Ja. So, Magie, das hat er längst nicht. Okay, schade, dann machen wir einmal Gegenstände. Megatrank auf Cloud. Aua. So, Magie, Feuer, Feuerer. Es wird heiß. Das kommt weg. Bist du mir? So, Fertigkeiten. Feurige Feuerimpuls. Jetzt wird gegrillt. Aua. Lass das Bäcker. So, einmal bitte Magie. Ne, das wird nix. Einmal Gegenstände. Super Megatrank. Super Mix. Super Spray. Alter. Jetzt krieg ich aber auf die Fresse hier, ne? Krieg ich hier aber auch auf die Schnauze. Lass uns vor allem ein bisschen beeilen. Krieg ich hier nur auf die Schnauze gerade. So, einmal nochmal Magie. Feuerer. Noch mal kurz eine Pause. So, Barrett, einmal bitte mit Fertigkeit. Wir müssen auch vor allem auch heilen gleich noch einen Moment. Ja, wir machen einmal Magie. Können wir. Okay, wir müssen Cloud. Überlass das ruhig mir! Wechsel! Auf Onkel Barrett ist Verlass! So, nochmal hier Fertigkeiten. Feuerimpuls. Jetzt wird gegrillt! Oh, ich seh dich! Feuer! Alter! Zieh dich zurück! So, Fertigkeiten, folgende Verkettung. Ich hab gleich noch ein Limit. Oh, Synchro, warte. Schock, sehr gut, Rainer. Barrett, noch mal rein. Warte mal, Magie. Feuer hat er nicht, ne? Ne, hat er nicht. Feuerimpuls auf ihn. Fertigkeiten und Magie richtig reindrücken. Nochmal Magie, nochmal ein Feuer reindrücken. Das tut weh! Feuer! Ja, war nämlich ganz schön knapp, weil so Tetsu, der wäre sonst fast vernüllt hier. Gewonnen? Dieser Sieg? Trägt das Training bereits Früchte? Fantastisch! Warte, ich habe eine Idee. Wir sehen uns im Dorf. Oh nein. Meine Belohnung! Was ist mit meiner Materia? Ach.
Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt ja wieder anstrengend hier. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle wieder einen kleinen Cut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Final Fantasy VII Rebirth wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.